Warte, Maximalstufe. Nahkampf, Konzentration. Oha, der Osseram. Okay, Osseram ist Krieger, ist klar. Viel Schaden. Pfeilschaden ist der gleiche. Das Ding hat noch Blitz. Abwehr. Ach, hier sind Resistenzen. Entschuldigung. Okay, der hat hohe Resistenz gegen Rost. Früher hieß das Verwirrung oder so. Gegen Rost, also Säure. Gegen Pfeile und gegen Nahkampf ganz viel. Das ist klar. Kritischer Schlag plus 2 und Wuchtangriff plus 1. Das ist Osram. Und Nora Jägerin. Das Ding müsste ja viel schlechter sein. Hat aber stiller Schlag Heilung, ne? Und unauffällig. Bräuchte ich das rein theoretisch ja nicht lernen. Auf maximal 5 im Nahkampf, 25 im Fernkampf und gegen Eis. Und plus 2 stiller Schlagheilung. Leise Bewegung und Konzentration, okay. Ist für Eindringling. Also für Sneaky sein. Und wirksame Medizin habe ich doch schon gelernt. Kosten der Spaß. 85, okay, kann ich alles nehmen. Ich hatte, glaube ich, im ersten Teil hatte ich, glaube ich, auch verschiedene Outfits für verschiedene Situationen, ne? Also verschiedene Rüstungen für verschiedene Situationen. Ist eigentlich alles ganz gut. Gerade Osseram, Nahkampf. Macht schon Sinn, ne? Ich kaufe mal beide. Wir haben's ja. Das sollte dir guten Schutz bieten. Herrlich an. Ein Bier für mich. Grünglanz erforderlich. Ist erkunde die Welt. Ja, ich habe doch schon Grünglanz gefunden. Keine Panik. Dann lass mich mal gucken. Outfits. Momentan 4, 4, 17, 23. 13, 13. Also der hat Fernkampfrüstung und der Nahkampf. Der ist zum Sneaken. Der hier ist einfach als Jägerin. Naja. Fertigkeiten. Plus 1 Nahkampf. Und der hat leise Bewegung. Der hat Fernkampfrüstung. Ich würde tatsächlich den Osseram Entdeckerin erstmal nehmen. Als die Noah Jägerin. Fertigkeitsdetails. Stelle Gesundheit wieder her, wenn du den stillen Schlag benutzt. Nähere dich. Ja, weiß ich. Und unauffällig. Wäre dann Stufe 2, ne? Weil unauffällig habe ich schon einmal gelernt. Stiller Schlag habe ich noch gar nicht. Bräuchte ich also nicht lernen. Sondern verbessert dann. Das habe ich auch noch gar nicht gelernt. Wuchtangriff. Aber ich bin mehr so der Eindringling. Deswegen rüsten wir. Ach, guck mal. Das kenne ich doch, das Outfit. Das kommt mir akut bekannt vor. Gesalbte ist okay, aber Eindringling passt mir ehrlich gesagt besser an den Kram. Glückshammer. Dann müssen wir das nur noch verbessern. Einmal die Werkbank. Machen wir erstmal ein paar Beutel-Upgrades, würde ich sagen. Rohstoff. Köcher und Bomben. Okay. Also Köcher auf jeden Fall. Mehr Pfeile ist immer gut. Upgrade. Zack. Rohstoffe. Kann auch nicht schaden. Alter, ganz schön teuer, ne? Zwei so Wildschweindinger. Und den noch. Geierfedern. Okay. So, dann haben wir schon mal ein paar Beutel abgegradet. Fallenherstellung. Na gut, das hätte ich auch. Ach Mist, ich hätte an meine Truhe gehen sollen vorher, ne? So, Waffen-Upgrade. Jetzt geht's los. Der Feuerbogen. Der muss auf alle Fälle.
Dafür brauche ich immer geflochtenen Draht oder was? Ne, ein Stürmerzirkulator. Na toll. Den Kriegerbogen, Scharfschussbogen erstmal. Macht auch nur Statistik, ne? Gräberzirkulator, okay. Hau rein. Viel hilft viel. Und eine Klanghülse brauchen wir. Okay, habe ich nicht. Die sind schon komplett gemaxt. Schockstolperfalle. Ich weiß noch nicht, ob das so viel Sinn macht. Will ich vielleicht erstmal den Kriegerbogen machen. Ich weiß aber auch noch nicht, ob der Kriegerbogen so viel Sinn macht für mich. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wofür. Auf kurze Distanz. Ja, weiß ich nicht. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Der Kriegerbogen hier. Der macht 12,20. Na gut, den habe ich jetzt endlich nur gekauft, weil ich dachte, ich muss meinen Jägerbogen ersetzen. Aber muss ich gar nicht, ne? 12,20 und mein normaler Jägerbogen. Das ist der Scharfschuss. Wo ist denn der Jäger? Da. Der macht 28,60. Ist aber ausgemaxt, ne? 28,60. Ich mach mal. Solange ich ihn hab. Ich kann ihn ja trotzdem benutzen. Oh cool. Wühler Waffenspule. Kann ich sogar maximieren, das Ding. Und hab einen Spulenplatz. Er macht aber trotzdem nur 22,36. Aber gut, der benutzt halt den maximalen Schaden auf kurze Distanz. Ist quasi die Schrotflinte, ne? Wenn man so will. Okay, dann kann ich mal noch die Schockspule machen. Ich hoffe, ich brauche keinen geflochtenen Draht für Outfits. So, was habe ich an? Ich habe das an, ne? Das Nora Jägerin Ding. Der ist, was fehlt denn hier? Reißhorngeweih. Okay. Dann machen wir erstmal den. Upgrade Widerstände. Panzerplatten. Zweimal Grünglanz. Oh. Ja, Grünglanzfragment sogar jetzt. Ach du Scheiße. Oh, das ist so nervig. Wieso werden denn die Plätze erst in der letzten Stufe freigeschaltet? Da bin ich ja ewig unterwegs. Mann. Dann mache ich den noch. Ich maximiere gleich alles, was ich kann, soweit, ne? Ach, der braucht kein sowas nicht? Der braucht kein sowas nicht. Gutes Satzbau hast du. Oh, der braucht kein sowas nicht? Spacken, ey. Ja, gut. Okay, dann lasse ich da das Outfit an. Kann ich denn irgendwo was einsetzen? Bei dem habe ich denn eine passende Spule für Frost? Ja, habe ich. Ist das Überspannen? Erhöht den verursachten Schaden, wenn Überspannen mit einer Waffe genutzt wird. Ich habe Überspannen, glaube ich, noch nicht gelernt. Aber hier, da kann die Frostspule rein. Und in den Kriegerbogen. Da müsste Schaden rein, ne? Das macht aber wenig Sinn. Und das eigentlich auch. Mit Stoß oder Sprengschaden. Ich habe weder Stoß noch Sprengschaden auf den Waffen. Plus 7. Und überspannen habe ich auch noch nicht. Überspannen würde ich auch eher auf den Scharfschützenbogen nehmen. Aber wo ist denn überspannen? Das ist Fernkampfmeister.
Überspannen müsste ja irgendwie hier sein, oder? Munitionsexperte, schwere Waffe, ausdauerndes Feuer, Powerschüsse, Dreifachschutz, Schuss, Werkbank-Expertin. Ich weiß nicht mal, wie sieht denn Überspannen aus? Wo ist denn das? Müsste ja eigentlich hier sein, oder nicht? Oder ist das hier? Nee, das ist alles Nahkampf, ne? Ja, das ist alles Nahkampf. Das sind Fallen. Schneller Draht. Wirf schnell einen Stolperdraht mit dem momentan ausgewählten Typen. Okay. Aber was ist denn hier von Überspannen? Schneller Mut, Ausdauer, Waffenausdauer, Ruhesalve. Ich sehe, ihr könnt überspannen. Dreifachschuss mit Megabogen. Der ist auch ganz sinnvoll. Niederschmetternder Schuss. Schwere Waffe plus. Uiuiui. Verursacht mit schweren Waffen mehr Schaden. Ja, schön. Munitionsexpertin. Ultraschuss. Sprengbolzen, ja. Waffenausdauer. Aber ich sehe keinen Überspannen. Bolzenschießer ist das? Ich sehe kein Überspannen. Wofür soll denn Überspannen sein? Überschild. Aktiviere einen auf alter Technologie basierenden speziellen Armschutz, um einen wiederaufladbaren, schadensabsorbierenden Energieschild zu erhalten. Der Schild lädt sich nach Verbrauch auch wieder auf, wenn noch Mut vorhanden ist. Okay. Aber Überspannen muss ja... Fokussierter Schuss, erhöhe den Zoom, Doppelschuss, das ist auch gut, Strahlenstoß, mhm. Gestützter Schuss. Ich sehe keinen Überspannen. Bin ich ganz ehrlich, tut mir leid. Bin ich vielleicht blöd? Stachelfalle? Ich sehe keinen Überspannen. Das ist sehr merkwürdig. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Überspannen mit einer Waffe genutzt wird. Dann mache ich da erstmal die rein. So what? Ich weiß nicht, wo Überspannen sein soll. Also, sorry. Ich hätte jetzt gedacht, bei Jägerin. Weil das hier alles halt auf Bögen ist, aber... Hm. Sehe ich nicht. Ist dann auch egal. Lassen wir das. So, wir haben fertig. Was jetzt? Sprich mit Wardis. Das heißt, wir könnten jetzt nach Weston gehen. Was ist denn mit ihm hier? Wieso soll ich mit dem reden? Warte mal. Erstmal speichern. Oh, Junge, aktiviere das Feuer. Mann. Das geht nervig hier. Fast bereit zum Aufbruch? Warum soll ich mit dem quatschen? Ich habe alles gegeben. Aber du kannst gern weiterhin hier trainieren. Ja, will ich aber gar nicht. Lass mich doch in Ruhe. Ach, deswegen oder was? Weil die Tutorials noch nicht abgeschlossen sind? Ja, ach komm, lass mich. Bis später, Odurk. Dann leb wohl. Ja, Schulzikowski. Okay, ich soll mit ihm reden, damit wir... das komische Dingens machen können, ja? Aber ich will noch gar nicht. Ich will noch nicht nach Fahrlicht.
Pfahllicht. Ich habe das Gefühl, wenn wir da gleich durchgehen, dann habe ich vielleicht ein Problem. Aber gut, ich mach's trotzdem mal. Okay, wir können ja nochmal wiederkommen. So ist es ja nicht. Ausgerüstet sind wir erstmal. Jetzt haben wir übrigens noch Brandpfeile. Oh, eins Kiste. Mit Sprengpässe. So. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich alle Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Wardis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Überbrücke einen Stürmer? Wie jetzt? Okay, das kann sie also noch, ja? Ja, das mache ich glatt. Anscheinend muss ich ein Stück. Aber dann kann ich auch hier hoch eiern, ne? So, wir haben aber wieder mal 2 Punkte gekriegt. Dann lass uns doch mal den Krieger machen, würde ich sagen. Nora-Krieger. Oder? Was war das hier? Kritische Stärkung. Ich habe das Tarnen gerade ausgerüstet. Ich glaube, das hier wäre dann nur sinnvoll, wenn ich das im Kampf ausrüste, ne? Also gegen so große Gegner oder gegen Bossgegner. Was macht das? Elementraserei. Stärke deine Entschlossenheit, verbessert den Aufbau und die Effekte von Elementarangriffen. Okay. Breiter Stoß, Bolzenschießer, habe ich noch nicht. Hohe Salve, feuere eine nach oben gerichtete Pfeilsalve ab, die auf deine Gegner niederregnet. Mehr Mut aus der Regeneration, was war das? Mehr Schaden mit Fernkampf, okay. Ich würde gerne ein bisschen weiter rauszoomen. Das habe ich jeweils. Was macht das? Medizinkammer, verstaue mehr heilende Bären. Oh, das ist gut. Das brauche ich. Was macht das? Mut bei Aufprall. Baue Mut auf, wenn du von Gegnern getroffen wirst. Na, ich versuche das ja zu vermeiden. Trank geschickt, Gesundheitstränke bieten mehr Heilung. Plus 10% Heilung, 1,3 Sekunden zum Trinken. Um Gesundheit und Widerstand gegen Statuseffekte zu erhalten. Abgehärtet. Wiederhergestellte Gesundheit alle 2 Sekunden, 30. Nahkampfschaden, Widerstand, 15%. Okay, aber ich kann immer nur einen ausrüsten, oder? Sehe ich das richtig? Häckslerhandschuh. Oh, der kostet sogar 2 Punkte. Okay. Laserspeer. Oder den hier. Gesundheit wiederherstellen.
Stufe 3. Ich habe schon Stufe 1, ne? Wieso kann ich den hier nicht machen? Weil der 2 kostet. Okay, Tarnabriss. Verursacht in Tarnung mehr Reißschaden. Rauchwolke sehe ich noch nicht. Ich sehe so vieles hier noch nicht, ne? Das ist echt schlimm. Berittene Verteidigung. Um eine überrückte Maschine zu besteigen, tippe Viereck an, während du neben mir stehst. Auf einer Reitmaschine weniger Schaden. Ich werde kaum berittene Kämpfe machen, das weiß ich jetzt schon. Gesundheit wiederherstellen oder leiser sein. Die Waffentechnik wäre sinnvoll. Ich mach mal Heilung, ne? Mit stillem Schlag. Klingt ja eigentlich ganz gut. So. Und dann soll ich jetzt Viechers überbrücken. Du kannst gerne im alten Platz bleiben. Sobald Fahrlicht wieder aufgebaut ist, ziehe ich nach Meridian. Also noch Fahrlicht und ein Stürmer. Vor allem, ich war schon in Fahrlicht quasi davor. Und jetzt soll ich einen Stürmer überbrücken, um da schneller hinzukommen. Oh, was das denn hier? Was? Wieso ist hier eine Nebenquest auf einmal? Kommt die her? Komm ich da hin? Lass mich rein. Weg da. Will niemand Streit spielen? Aloy. Auf den Geschmack gekommen? Irgendwer? Noch eine Runde. Hab gehört, du warst fleißig. Also ich werde wohl noch ein paar hiervon brauchen, bevor ich wieder an die Schmiede gehe. Beschäftigt dich etwas? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Ich weiß. Sie lassen niemanden auf den alten Bergpfad südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen. Also die Dornrücken im Schrecken. Du bist ein Schwein. Schlimme Viecher, diese Dornrücken. Sie waren eines Tages plötzlich da, rasten im Tal herum wie aus der Schmiede geschossen. Wir haben gute Leute verloren. Der Balk sei gesegnet, dass du sie erledigt hast und hier wieder alles läuft. Das hat Orwund einen Schlag versetzt. Wenn wir sie doch nur endgültig vernichten und ihn aus der Stadt vertreiben könnten. Aber was nützen Orwund die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Alwund den Kaja die Schuld in die Schuhe. Er hofft, genug alte Fakti Konzession zu erzwingen. Das ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Also das. Ich glaube, die Dornrücken kamen aus Alwunds alter Mine. Na, der Funke könnte ein Feuer entfachen. Kannst du's beweisen? Ich arbeite dran. Bei der Schmiede. Gib mir Bescheid, wenn du sicher bist. Ich dachte, du wärst wieder in Freiburg. Tja, falsch. Dem Großvater dort. Dann hörte ich seitdem Schlag. Du kannst doch weg. Zurück in den Ort. Außerdem. Was weißt du noch über diese Schatten-Kaja-Flüchtlinge? Na, zunächst mal nennen sie sich nicht Schatten-Kaja. Zumindest nicht mehr. Sie sind andere Sonnenverrückte. Aber ob Sonne oder Schatten, sie sind friedlich durch und durch. Sie wollen wohl nur einen Ort zum Leben und beten und genug zu essen, um nicht zu verhungern. Also lagern sie bei einem Pfad, blockieren den Weg zu einem Sturmvogel und warten auf... was genau? Ich weiß es nicht. Aber ich sag dir eins.
Wenn sie klug sind, bergen sie ihn. Sturmvogelherzen sind wertvoll. Und wer es zuerst hat, ist nach Osseram Gesetz der Besitzer. Nicht, dass Tolland Rheinleier sich je um Recht und Gesetz scheren würde. Wer ist dieser Tolland Rheinleier? Einfach ein Pfandleier. Er hat einen Laden hier. Lebt in Kettenkratz, seit es Kettenkratz gibt. Er ist ganz dicke mit Olvind. Die beiden sind eng wie zwei Briketts im Feuer. Tolland arbeitet für Olvind? Ha! Olvind denkt das vielleicht. Aber Tolland macht sein eigenes Ding. Und er ist kein Typ, der sich von ein paar Flüchtlingen um ein Sturmvogelbauteil bringen lässt. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Petra sagte, Tolland hat einen Laden hier. Hey, Rotschopf! Ich könnte zuerst Lust auf eine Partie Streit? Ich hab dich doch schon besiegt. Was willst du denn jetzt noch? Neue Quest, noch eine. 35 Meter in die Richtung. Okay. Guten Tag. Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist deine Waffe. Darum geht's doch. Aber doch nicht für den Benutzer. Jetzt sei einfach still. Wo waren wir? Da. Gut, Du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Eigentlich will ich... Ja. Kannst du das lassen? Ich habe hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's! Dreifaches Pulver und der Läufer lernt fliegen. Ba-boom! Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiv wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Einverstanden. Seid ihr beide aus der Gegend? Nee, aus dem Anrecht. Dad schickte uns her, um neue Chancen zu entdecken. Er sagte, wir würden sie schon finden. Klingt nicht gerade begeistert. Naja, noch einen Handelsposten für meine Eltern zu eröffnen, ist nicht gerade mein Lebensziel gewesen. Allein unterwegs zu sein, ist bestimmt schön. Also ist sie deine Partnerin? Mein Lehrling. Und meine Schwester. Ihretwegen sind wir hier. Es gab einen Vorfall. Noch einen Vorfall. Etwas mit Sprengstoff? Ba-boom! Und mit Dads selbstgebrautem. Am Tag drauf sollten wir gehen. Ha. Huh. Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Kaja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren! Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstock! Warum nicht beides? Das könnte gehen. Nur ein Haken. Ich brauche Teile, um mein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner. Intakte. Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit, sag's nicht weiter, ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft. Boomer! Besorg mir alles und die Waffe gehört dir. Gut, abgemacht. Yay, Questmenü öffnen. Mehr Wumms. Machen wir als erstes. Stürmerhörner sammeln und eine Reishornrippe. Okay, haben wir noch mehr Nebenquests hier jetzt, die aufgeploppt sind? Zufälligerweise? Nee, ne? Gerade nicht. Auch sonst nicht.
Das ist okay. So, jetzt kommen wir nämlich auch da oben hin. Was ist das denn jetzt hier? Ach, jetzt gibt es die Jagdbedarf und eine Werkbank. Willst du mich verarschen? Jetzt ist da eine Werkbank? Dieser... Aber damit komme ich vielleicht dann hier durch, ne? Durch blockierte Wege. Wäre ja schon sinnvoll. Oder spätestens, wenn wir hier irgendwo dann sind. So, wo ist denn hier der komische Kackvogel, der abgestürzt ist? Ich sehe den hier gar nicht. Ich sehe den hier gar nicht rumliegen. Sehe ich nicht. Da ist noch ein Feuer. Hier ist auch noch irgendwas. Da war ich schon. Da ist noch ein Lager. Ja, wir decken hier alles auf. Ich hoffe mal, dass wir dann hier bald alles haben. Was das hier ist, weiß ich immer noch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie von hier und dann irgendwie hier so lang und dann vielleicht hier eine Höhle ist oder sowas. Da müssen wir auch nochmal gucken. Und da müssen wir auch nochmal hin. Aber hier hinten war sonst nichts weiter, ne? Ich glaube, hier ist dann hoffentlich auch nichts mehr, was wir verpassen könnten. Wir können da natürlich dann nochmal schnell hinreisen und einmal langlaufen. Und dann mal kicken. Aber ich glaube, das war's dann auch. Also wir werden erstmal hier alles abräumen, bevor wir dann weitergehen, logischerweise, ne? Wenn wir die Möglichkeit haben. Aber ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Während ich die Kamera wieder anmache. Und ja, ich gehe mal zum Feuer, ich speichere und sage dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und fürs dabei sein bei Horizon Forbidden West. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.